So, neue Runde Anno. Daily 18 o'clock. 8 o'clock. 18 o'clock. Spiel. Hallo, danke. Oh, 18 Uhr, Mann. So, wir haben beim letzten Mal ein bisschen optimiert. Ein bisschen hin und her geschoben, ein bisschen getüftelt, ein bisschen gebastelt. Sehr viel Platz eingespart tatsächlich. Und eigentlich würde ich das gerne irgendwie fortführen. Ich würde nämlich gerne. Warte mal, wir haben irgendwo unser Schiff hingeschickt, oder? Jo, hier, weil wir. Ah, ich brauche. Ah, ich brauche Aluminium. Scheiße, das habe ich vergessen. Ich wollte ja diese Insel noch an den Lufthafen anbinden. Damit wir hier die Arbeitskraft teilen, weil ja, ich muss noch Zitrusfrüchte bauen. Stimmt, das war das. Weil wir hier nicht genug haben, beziehungsweise wir mehr brauchen für den Mezcal, den wir machen. Und dann schwupp. Können wir danach mal gucken, ob wir. Wozu braucht man die Federn? Die brauche ich noch überhaupt nicht, ne? Okay, gucken wir später mal. Stimmt, ich habe noch geguckt, wo die zweite Rumbrennerei ist, die hier auf der Insel sein soll. Wo habe ich die hingebaut? Es sollen zwei Rumbrennereien hier sein. Habe ich die hier oben irgendwo? Ah, hier. Aha. Ja, weg damit. Brauchen wir nicht. Und die hier rutscht hier rüber. Die rutscht hier. Rutscht hier hin. Dann machen wir nochmal ein zweites Markthaus. Weil sonst ist das eine gleich überlastet da. Ja, läuft. Und normalerweise könnten wir den hier ja auch wegnehmen. Warte. Und können den ja hier oben mit hinbauen erstmal. Spart jetzt nicht so viel, aber dann haben wir das wenigstens ein bisschen ja, konzentrierter an einem Fleck und wissen, wie viel wir hier haben. Wir werden immer noch nicht. So. So nämlich. Da, guck mal. Guck mal, guck mal. Können wir wieder einsparen hier. So, Holz. Wozu brauchen wir überall Holz? Wir produzieren zu viel Holz. Ja, um das Holz kommen wir aber nicht drum herum. Aber ich glaube, wir können den mal wegnehmen hier. Oh, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Wir könnten die Holzfäller, könnten wir ja hier so drum herum bauen. Weil ich eigentlich gerne wollen würde, dass das hier so als Waldstück bleibt. Der Hangar so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann könnte man ja die Holzfäller da ganz geil so irgendwie drumherum platzieren. So, und das hier. Ach nee, da nicht. Da ist nicht so cool. Sondern einfach mal dahin erstmal. So. Also weg damit. So. Hm.
So, guck mal, jetzt haben wir drei Holzfäller hier schon mal drumherum. Kriegen wir den letzten auch noch hier rein? Reicht nicht, ne? Nee. Dann hat er eine bescheidene Produktion. Dann machen wir den letzten hier hin. Erstmal. Auch ein bisschen raus aus dem... aus dem Fokus der Gesellschaft. Nein, so ein bisschen raus hier. Dann können wir hier uns ein bisschen eher noch wieder ausbreiten hin. Dann packen wir den da hin. Und ziehen ein paar Straßen einfach. Ja, wird alles optimiert hier, alles umgebaut. Guck mal, dann brauchen wir den nicht mehr. So. Überall eingespart, ne? Wir müssen alles einsparen, was wir einsparen können, Leute. So, diese Gebäude hier brauche ich noch nicht an Strom anschließen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Feuerwehr? Sind wir da unterwegs? Ja, ne? Feuerwehr unterwegs? Feuerwehr ist unterwegs. Okay, kein Problem, Mann, kein Problem. Wir gucken wieder hier hin. Tschüss. So. Ja, so weit, so gut. Huch. Ich habe gar nicht mehr so viel Steine, ne? Also, was habe ich da stehen? Ach, ein Briefkasten. Mitten auf dem Feld. Okay. Never mind. Die Menschen, also. Sie hochleben. Genau. Du sollst Aluminium mitnehmen. Hier, stimmt. Das haben wir gemacht. Das wollten wir machen, besser gesagt. Sind unterwegs. Weil wir hier unten Arbeitskraft brauchen. Ja, ja. Ja, ja. Weil wir ja für den Mescal, wir brauchen mehr Mescal und den habe ich in Strom gestellt und dazu brauchen wir ja Kräuter haben wir dann ausreichend, Zucker und Zitrusfrüchte. Wieso habe ich eigentlich 500? Warte mal. Die Flammen wurden gelöscht. Wieso habe ich so viel mehr Zitrusfrüchte? Ja, hä? So, du baust dich mal eben wieder auf. Problem gelöst, Mann. So. Warte, 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 warte. Da ist ein Problem, da ist ein Problem. Nein, das ist nicht das Schiff, was ich suche. Wir müssen immer noch, da muss noch sich ein Problem auftun gleich irgendwann. Und zwar der nicht, das ist Pirat. Oh, Piraten müssen wir nochmal wieder. Der auch nicht. Okay, lass mal eben die Piratin machen hier. Hallo, Mrs. Schade. Ne, sehr gut. Sehr gut. Ah, Kobal, perfekt. Let's go. Wie viel brauche ich denn um Verträge? Handelsrechte unmöglich, nicht Angriffspakt. Ja, wir haben doch einen, na, wir haben Frieden. Handelsrechte sind unmöglich. Steht irgendwo, wie viel ich dafür brauche? Nee, ne? Aber bei der habe ich halt eine Allianz mit fast doppelt so viel nur. Egal. Egal. So. Gucken wir mal eben, wo das Schiff ist.
Da, es fährt noch zurück. Okay, dauert also noch einen Moment, bis das angekommen ist. Oh, Mensch. Ah, schick. Okay, so, jetzt müsste aber hier das Schiff sein für den... Jo, sauber. So, nice. So, das heißt, jetzt können wir hier... Ich habe kein Holz mehr, schade. Jetzt können wir hier nochmal neue Zitrusfrüchte machen, aber ohne Holz ist schwierig. Okay, müssen wir eben noch ein bisschen Holz hierher bringen. Aber das kriegen wir ja hin. Und dann haben wir nämlich da auch alles für den... für ausreichend Mezcal. Was wir mal machen können. Wir haben hier unser Schiff. Unser großes Schiff. Und wir haben hier ja so viel Steine. Der kann einmal ein bisschen Steine mitnehmen. Und das... Oh, warte. Wir gucken mal nochmal, ob wir irgendeinen... Geh mal weg hier. Ob wir irgendein Item haben, was wir da gebrauchen könnten. Hier. Beeinfluss aller Brera Wohnhäuser und Artista. Ja, klingt gut. Nehmen wir mit. Nee. Nö. Nö. Oh, der ist aber auch neue Welt. Ja, komm, dann nehmen wir die Schatzkarte noch mit. So. Also, wir haben ja auch noch ein Schiff, was wir aktuell nicht benutzen oder nicht brauchen. Hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. So. Weiter im Text. Das ist eine Aufgabe. Könnten Sie uns noch einmal... Ich habe eine revolutionäre neue Idee. Okay. Sie enttäuschen mich nie. Sie schenkt mir ihre Schwester. Oh mein Gott. Menschenhandel, ey. Oh, oh, oh. Ob die damit durchkommen. So, wir haben hier noch Steine. Ja, außer Holz brauchen wir eigentlich erstmal nichts mitnehmen, glaube ich. Was kann ich für dich? Oder kosten die Zitrusdinger Steine? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, 10. Oh. Ja, okay, dann müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall gucken, dass wir... Ein Stillleben ohne süße Früchte. Jetzt brauchen die wieder keine Saxophone, weil Leute ausgezogen sind, oder was? Na gut, ich bringe ja trotzdem, ich bringe ja welche, ist ja nicht so schlimm. Und dann würde ich gucken, dass wir die vielleicht aufsteigen, dass wir hier den Strand und das, die Eiscreme machen können und so ein Kram. Und dann müssen wir hier vielleicht ein bisschen umbauen, weil ich muss, glaube ich, hier würde ich wahrscheinlich einen Strand hinbauen. Ich weiß noch nicht, wie man das später machen will. Wenn die den Strand wollen und man hier oben so Häuser hinbaut, dann können die den Strand ja gar nicht bekommen. Also, ja, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Aber das müssen wir uns dann angucken. Wenn es irgendwann mal soweit ist, da sind wir noch ewig weit von entfernt. So, du bist schon da gleich. Nice. Okay, und jetzt fährst du mal. Ich würde hier gerne nochmal gucken nach irgendwelchen Leuten, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr Übersicht haben über das, was wir hier so umstrukturieren oder umstrukturiert haben, kann man natürlich auch nochmal anders jetzt gucken nach irgendwelchen Experten, die wir potenziell gut gebrauchen könnten. Die letzten Male war es ja eher immer so, dass ich immer gar nicht gucken konnte, was wir benötigen, weil... Geil. Weil ich gar nicht wusste, wie es um diese eine neue Welt aktuell steht und wie hier so die ganzen... ja.
Sachen so sind, beziehungsweise die ganzen Routen und die ganzen Produktionsketten. So langsam hat man das alles wieder ein bisschen drinne. Und... Ja, Tanker bereit. Und kann hier jetzt ein bisschen mehr agieren, dass wir nach Leuten gucken, die uns vieles noch vielleicht ersparen oder ersparen könnten. Was gibt's hier noch für ein Terminal? Was war das letzte noch? Post. Okay. Ich habe noch nie dieses mit regionale Post oder so gemacht. Das müssen wir uns irgendwann auf jeden Fall mal angucken. Aber es sieht schon cool aus, ne? Ist richtig was los hier an dem Hafen. Da ist das andere Problem. Nein, das ist auch wieder das. Mann, oh. Okay, also. Wir haben den Mezcal jetzt erstmal auf Vordermann gebracht. Das heißt, da haben wir jetzt erstmal wieder genug Ressourcen. So. Gucken wir uns mal an, wie die anderen Sachen alle so aussehen. Also, Bier müsste passen. Das passt, wir bestellen zwei her, wir importieren aber auch noch einen Haufen. Rum passt, passt. Läuft alles. Das kommt, Gitarren. Warum wollen die Gitarren haben? Das hat doch keiner... Das verstehe ich nicht. Wer möchte denn Gitarren? Ach ja, doch die. Jo, stimmt. Okay, da, die handeln wir aber durch den hier. Richtig? Ja. Okay. Genau, die habe ich zum Handeln gegeben. Stimmt. Weil dieses mit den Seiten kaufen ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Genau, was unser nächstes Ziel ja war, was wir eigentlich machen wollten, ist eigentlich Helium bauen, ne? Für Luftschiffe. Dazu würde ich tatsächlich gucken, ob wir erstmal irgendwie Segel bauen wollen. Obwohl, wir können die ja erstmal importieren, oder? Okay, wo ist denn überhaupt eine Heliummine? Helium-Einschluss da. Helium. Dazu brauchen wir Fischöl. Salpeter machen wir schon. Aber ich brauche zweimal das hier, oder? Und ich brauche zweimal Lehm. Oder einmal mit Strom halt. Ah, der hat wieder... Der hat irgendwie Bäume, die er pflanzt. Warum eigentlich? Brauche ich ja auch dafür, allein dafür zweimal Fischöl noch. Ja, dann macht es ja wirklich Sinn, wenn wir mal Fischöl hier unten hinbauen, oder? Würde ich sagen. So. Und dann auf die Route das mit draufpacken. Wie sieht das aus? Bananen. Da.
So. Jetzt nehmen wir die hier weg. So. Ah, das Ding, das Schiff ist aber noch nicht da. Okay. So. Wie viel Salpeter produzieren wir denn? 4. Guck mal, einer macht in einer Minute, in 4 Minuten, ne? Das heißt, eine Farm in einer Minute, ein Salpeter, 30 Sekunden. Das reicht nicht, ne? Doch, hier auch nochmal. Trotzdem reicht es nicht ganz. Also ich müsste noch eine Alpaka-Farm im Strom haben, um das... um ausreichend Salpeter herzustellen. Dann habe ich aber voll viel Wolle sozusagen über.